Hallo meine lieben Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Part von Let's Play. Edna bricht aus. Bewertet die Folge und viel Spaß. Ich habe gelesen, dass ein Linkshänder mit einer Rechtshänderschere ermordet wurde. Das ist aber ausgesprochen seltsam. Da wollte irgendjemand ein Statement abgeben, wie mir scheint. Nein! Oh. Edna... Ja? Ah. Das, ist jetzt doof. Regel 1 bitte nochmal. Danke. Das war dumm. Artikel 1. Edna. Edna! Du glaubst ja nicht, was in der Zeitung steht. Man darf endlich Isel auf Oggen reimen? Ja. Yippie! Dann kann ich endlich mein Gedicht über Liesel und ihre Doggen beenden. Okay. Rat mal was. Der Kastaniendieb ist wieder ausgebrochen. Oh nein. Schon wieder? Das letzte Mal waren es 3 Bäume. Allein in unserer Straße. Die Polizei geht davon aus, dass er mit Hilfe eines abgebissenen Fußnagels entkam. Im Ernst? Ein abgebissener Fußnagel sollte ja nicht so schwer zu beschaffen sein. Und jetzt? Jetzt gehst du nach oben. Da bin ich aber... Nein! Ich kann's kaum glauben, es hat wirklich geklappt. Der Riegel wird nicht mehr von der Verblendung aufgehalten. Ich kann die Tür einfach öffnen. Will ich aber nicht, nein, ich wollte noch mit dem... Das ist wirklich unsere alte Küche. Ich kann es kaum erwarten, mich noch weiter in meiner Vergangenheit umzugucken. Nein, ich muss lernen, mit allem zu interagieren. Nein! Stopp! Noch nicht zurück! Das ist jetzt unlucky. Nein! Verflucht! Gerade war ich dabei, mich zu erinnern. Es tut mir leid. An mehr konnte ich mich leider nicht erinnern. Zumindest hast du gelernt, wie du die Schrauben aufbekommst. Stimmt. Danke, Harvey. Was würde ich bloß ohne dich machen? Das ist eine gute Frage. Ich will aber nochmal mit den Typen reden. Na Süße, was... Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass ich in der Profiliga spiele? Oui. Yep. Minigolf. Mir wird ganz duselig. Und du hast allen Grund dazu. Weißt du was? Ich lasse dir die Klimaanlage noch einen Augenblick an. Man darf seine Fans ja nicht schwitzen lassen. Okay, so kriegen wir die Klimaanlage also wieder aus. Alles klar, dann weiß ich Bescheid. Das macht zwar Spaß, aber einer zur Zeit reicht. Okay, die Fähigkeit haben wir jetzt immer, oder wie? Alles klar, das ist interessant. Befreiungsutensilien der ersten Stunde. Irgendwann baue ich eine Vitrine für die beiden. Okay, hätte sein können, dass es eine andere Interaktion gibt. Harvey, damit. Brauche ich nicht. Harvey ist der Einzige, der immer offen zu mir war. Mag der Himmel ruhig geschlossen sein, Edna. Ich habe immer offen. Den Arsch offen, ja. Touché. Reden mit Fußnagel. Du bist ein Teil von mir, wenn auch nicht der sauberste. Benutze Fußnagel. Achso, nee. Nehme Fußnagel? Okay. Okay, hätte er klappen können. Dann halt das. Zick. Zack. Und zack. So. Oh, Herr der Rotation. Wirst du mich passieren lassen? Im Stück. Unwahrscheinlich. Okay. Das ist
ist in etwa, was eine Currywurst kurz vor ihrem Ableben zu sehen bekommt. Edna als Currywurst? Nein. Achso. Sieh mal, Harvey. Ich habe den weltersten Stuhlbeinanspitzer erfunden. Cool. Wenn wir hier raus sind, scheffeln wir Millionen. Das könnte sein, ja. Ja, jetzt ist... Okay. Dann reden wir nochmal mit dem Boy. Ich gehe zu Stuhl. Rede mit... Hey! ...dem Typen da draußen. Na, Süße. Was gibt's diesmal? Was sagt er eigentlich, wenn wir jetzt sagen, es ist ein bisschen jetzt frisch? Jetzt ist mir doch ein wenig frisch. Kannst du die Klimaanlage bitte wieder ausstellen? Nein. Die frische Luft wird dir gut tun. Und dich mit etwas Glück müde machen. Hey! Ich würde gern noch mehr über Minigolf wissen. Wer will das nicht? Habe ich dir schon erzählt, dass... Yep. Ja, hast du. Du könntest mich ja rauslassen und mir was vorgolfen. Du weißt ganz genau, dass Dr. Marcel verboten hat, Patienten aus der Zelle zu lassen. Wenn du mich nur nerven willst, komme ich gleich rein und spiele mit dir Minigolf. Ja, das wäre auch eine Möglichkeit. Und den Schläger hat Mami dir gekauft? Ha! Glaubst du etwa, einen Stiesel und Sohn bekommt man einfach so im Laden? Stohlen vom Sperrmüll. Spalkiefer. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn dir aus einem Walkiefer geschnitzt? Ha! Der Wal muss erst noch geboren werden, dessen Kiefer mit der Wucht eines echten Stiesel und Sohn mithalten kann. Okay. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn gestohlen? Das finde ich wahnsinnig spannend. Unverschämtheit. Ich habe noch nie gestohlen. Das glaube ich dir nicht. Woher hast du ihn dann? Hast du ihn vom Sperrmüll? Da findet man die tollsten Sachen. Unverschämtheit. So etwas Edles wie ein Stiesel und Sohn schmeißt auch niemand weg. Ich geb's auf. Woher hast du ihn? Den hat mir mein Vater gemacht. Gotthold Franz von Stiesel Senior. Echt? An seinem Sterbebett übergab er mir aus klapprigen Händen sein Stiesel und Sohn Titanium Siebener Eisen. Sein Glücksschläger. Er sagte mir, ich solle damit spielen, wie er mich zu spielen gelehrt hatte. Alles klar. Klingt irgendwie nach einer Vater-Sohn-Kiste. Von einer Kiste weiß ich nicht. Mein Vater brauchte keine Kiste. Er war auch so groß genug. Sein Ernst? In manchen Nächten habe ich mich allerdings tatsächlich auf eine Kiste gestellt. Nur um zu sehen, wie es sich anfühlt, so groß zu sein wie mein Vater. Sprichst du von so einer Kiste? Klar. Tja. Nein. Aber danke, dass du mich mit diesem zusätzlichen Wissen belastet hast. Schon lieb. Papas Liebling, hm? Mein Vater war ein großer Mann. Und ein großer Minigolfer, da bin ich sicher. Yep. Ob mein Vater wohl auch Minigolfer war? Was sagst du da, Schätzchen? Dein Vater war so einiges, aber bestimmt kein Minigolfer. Wie behindert der immer lacht, Alter. Was weißt du über ihn? Einige Dinge sollten lieber in Vergessenheit bleiben. Oh Mann. Ihr Vater und Minigolfer, du kriegst die Tür nicht zu. Genug gelacht. War's das jetzt oder willst du noch was wissen? Ich wollte gerade sagen, ey, komm runter und entspann dich. Lach nicht mein Dad aus, du. Warum nimmst du nicht Papis Schläger? Und schlägst ihn dir über den Kopf? So etwas Gemeines. Mein armer Vater. Na warte. Mal gucken, ob du immer noch lachst, wenn ich dir die Klimaanlage wieder ausstelle. Und das jetzt aber gemein. Aus dem Weg, störender Rotationskörper. Okay. Nur noch dieser Ventilator trennt mich von der Freiheit. Moment, Harvey? Nee, warte mal. Hey, komm mir damit nicht zu nah, der sieht... Harvey? Der muss auch noch weg. Was du nicht sagst. Vielleicht kann ich den Ventilator hiermit aus der Fassung hebeln.
Und... Hep! LOL! Wow, ich hab gerade übersteuert. Es tut mir leid. What? Alles klar, Edna. Ich werde sehr oft auf diese Animation von Edna angesprochen. Mir wurde gesagt, dass sie anzüglich wirkt. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo das herkommt. Ich bin ein bisschen geschockt. Okay, ich guck mir die Animation gleich an. Der kommt als Trophäe über meinen Kamin. Nicht. Oh. Bereust du jetzt, mir den Weg versperrt zu haben? Dein Schweigen sagt mehr als 1000 Worte. Können wir den mitnehmen? Nein, er ist kaputt. Ja, egal. Aber man könnte einen prima kaputten Hubschrauber daraus basteln. Genau. Was zum Geier sollen wir mit einem kaputten Hubschrauber anstellen? Stimmt. Wir brauchen jemanden, der den Hubschrauber reparieren kann. Oder wir versuchen einfach so einen Weg hier rauszufinden. Umso besser. Da draußen gibt es bestimmt eine Menge Leute, die Hubschrauber reparieren können. Bin ich auch der Meinung. Okay, ja, ein bisschen vielleicht, ne? Diese Edna ist ein zäher Brocken, Hulgor. Das ist Dr. Marcells Stimme. Sie kommt durch dieses Gitter. Schnell! Vielleicht können wir ihn belauschen. Was meinen Sie damit, Dr. Marcel? Ich bin mit meinem Latein am Ende. 10 Jahre ist es her und sie kann sich immer noch erinnern. Sie befürchten, dass sie herausfindet, was damals wirklich passiert ist? Ha! Niemand wird ihr glauben. Wer glaubt schon einer Irren? Der Tochter eines verurteilten Mörders. Warum machen Sie sich dann Sorgen? Ich mache mir keine Sorgen. Ich hasse nur Ihren Widerstand. Okay. Ich kann nicht glauben, was ich da höre. Mein Vater ein Mörder? Offensichtlich ist er etwas faul. Ja, dieser Dr. Marcel vertuscht etwas. Sobald wir heraus sind, müssen wir den Namen meines Vaters reinwaschen. Warum? Warum? Es gibt ein ganz großes Problem mit der Idee von dem Typ, der versucht, sich in die Freiheit zu löffeln und daran scheitert. Sie war nicht von mir. Das ärgert mich immer, wenn ich diesen Stream betrete. Die Idee ist nämlich so brillant, die hätte ich gern gehabt. Die kommt aber leider von einem Grafiker, der ganz zu Beginn des Projektes ein paar Testhintergründe gezeichnet hat. Im Endeffekt wurde er mir von Carlson Comics abgeworben und ich musste alle Hintergründe alleine zeichnen. Und dabei habe ich nicht mal ein Lineal. Man sieht es an den Kanten. Peinlich. Sieht trotzdem gut aus. Ein Rohr und ein Gitter. Ansehen, Gitter. Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Ja, schön. Hallo! Psst! Was tust du? Willst du uns verraten? Wieso? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Sie selbst. Okay. Ja. Alles klar. Fest. So keine Schrauben da. Das Gitter ist unbeeindruckt. Alles klar. Schon wieder ein Gitter, Harvey. Und? Soll ich dir jetzt die Zehennägel auch noch vorkauen? Geht das denn? Also nicht das Vorkauen, sondern das Zahnnagel mit Gitter benutzen? Dr. Marcel und Hulgur sind gegangen. Na dann, auf ein neues. Aha, was ist mit dem Rohr? Langsam wird er richtig gut darin. Geh erstmal hier raus. Jetzt, wo ich das Bild sehe, fällt mir auf, dass der Schreibtisch von Dr. Marcel rapierende Ähnlichkeit mit dem Schreibtisch von meinem Vater hat. Darüber sollte ich nochmal mit meinem Therapeuten sprechen. Pokale in dem Pokalschrank da hinten übrigens, die dienen wirklich nur dem Zweck, um dem Poloschläger im Raum einen Grund zu geben. Dr. Marcel spielt offensichtlich gut Polo.
Interessant. Okay. Ein Pokal für Buchstabieren und einer für Tontauben basteln. Hallo, ihr Kleinen. Hier ist eure Mama. Oh nein, Frank, schon wieder eine Verehrerin. Ja, Harry, es ist immer dasselbe mit Gaffern. Ah, okay. Die funkeln so schön. Wären sie nur nicht weggeschlossen. Dann gucken wir uns mal den Bolo-Schläger an. Ein Meisterstück. Ja. Eure Heiligkeit. Ein Poloschläger. Können wir mitnehmen, okay. Da ist eine markante Unterschrift von Dr. Marcel drauf. Du hältst dich wohl für etwas Besonderes, hä? Huh? In der Tat. Ich trage die Unterschrift eines der größten Wissenschaftler unserer Zeit. Ja und? Nein, da ist kein geheimer Tresor dahinter. Weißt du's? Guck doch nach. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. Warum? Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Beruhigend. Als Kind hatte ich Angst vor Schränken. Diese Stimme, Alter. Was? Hallo? Ist da jemand drin? Nein. Alter. Beruhigend. Als Kind hatte ich immer Angst vor Schränken. What? Genau. Ich ruf nur kurz meinen Spediteur an. Hurra! Ich bin die Nummer 1! Jaha! Chimp, Chimp, Chimp! Schrei doch nicht so. Ich hätte auch gerne so eine markante Unterschrift. Warte mal, da war doch was. Was war da? Was? Also, an alles kann ich mich auch nicht erinnern. Okay. Ah, die Schublade geht auch noch. Ui. Okay, ansehen. Schublade. Eine finnische Hartholzschublade mit Blattgoldintarsien. Wo siehst du denn sowas? Das ist nur schnöde Buche. Psst. Gerade war der Spieler beeindruckt. Alter, war ich wirklich. Ich dachte gerade so, alles klar. Nice. Hier ist der Schreibtisch. Okay, alles klar. Hier oben ist der Schreibtisch, wegen der Lampe wahrscheinlich. Alles klar. Sesam, öffne dich. Das war wohl der falsche Spruch. Oder du nimmst jetzt einfach deine Hände. Zuerst müsste ich sie mal aufbekommen. Ja, dann nimm sie auf. Also mach sie auf. Oh. Zu. Ja, das erklärt einiges. Das macht mich rasend. Als Kind hatte ich immer... Hallo? Nein. Beruhigen. Als Kind hatte ich immer... Okay, Moment. Kann ich die andere Tür auch noch nehmen? Okay, nein. Alles klar, Artikel dann, oder Schreibtisch? Stuhl, Fenster. Erstmal das Fenster. Der Weg zur Freiheit ist deutlich in Sicht. Okay. Ich grüße dich, Fenster. Hallo, Edna. Vor langer Zeit wurde mir vorhergesagt, dass du kommen würdest. Siehe nun deinen zukünftigen Weg in die Freiheit. Boah! Okay. Hätte ich nur meine Handwerkerausbildung abgeschlossen, dann könnte ich dieses Fenster wirklich mitnehmen. Schade. Es ist verschlossen. Ich muss gleich auch noch alles einmal benutzen mit allem, ey. Der Thron von Dr. Marcel. Hallo, Stuhl. Hallo, mein Kind. Wie geht es? Setz dich doch, mein Kind. Nee. Den will ich gar nicht nehmen. Warum nicht? Da hat doch Dr. Marcel drauf gesessen. Eklig. Nein, das ist ja so, als würde ich auf Dr. Marcels Schoß sitzen. Ja gut, so übertrieben ist es dann doch nicht. Aber okay. Ist der Kugelschreiber ist was Einzelnes, aber die Lampe nicht, oder wie? Ein Schreibtisch aus feinsten Hölzern. Leider liegen hier keine Dokumente über Dr. Marcels Machenschaften herum. Ich wüsste zu gern, was er vorhat. Gut, Leute, das war's vorerst mit diesem Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns bei das nächste Mal wieder. Haut rein.